Okay, sag mal. Aska? Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich schon um alles kümmern. Ja, ja, aber... Magst du mein Waffenlehrer sein? Waffenlehrer haben wir nicht, ne? Nee. Okay. Das heißt, ich bräuchte auch noch einen Waffenlehrer. Lehrer für Büchsenmacher? Lehrer für Nahkampf und schwere Waffen. Der könnte es sein, oder? Der Türsteher? Oh, ich halt zurück. So, Entschuldigung, ich muss gerade ein bisschen hin und her reisen. Das sind wichtige Businessreisen. Ja, ich habe Businessreise hier gerade. So, und dann Lehrer für Sozial. Können wir auch mal gucken eigentlich. Und dann aber den hier markieren erstmal. Morgen! So, ab geht's. Das mache ich mal gerade mit Schnellreisen. Türsteher sind die besten Lehrer. Das mache ich gerade mit Schnellreisen, weil wir sonst ewig hin und her wandern würden. Und ich muss die Lernpunkte mal wieder loswerden. So. Der Türsteher ist der von der Kneipe, nehme ich an. Ach, seine Quest haben wir... Das wollte ich letztes Mal ja mal gucken. Warte mal. Hä? 1, 2, 3, 4. Die Masken liegen da alle. Der geht doch bestimmt nachts schlafen, oder? Der hat die Masken alle liegen, die wir brauchen für die Quest. Das würde uns 1200 Elixit sparen. Seine völlig überteuerten Preise. Hier ist der Türsteher. So, warte mal kurz. Bring mir das Kämpfen bei. Was willst du wissen? Also nur kämpfen, ne? Ja, okay, das ist okay. Was ist das hier eigentlich über dieser Punkt? Nahkampfwaffen. Okay, das ist nur kämpfen. Aber ganz ehrlich, Nahkampfwaffen auf 2 bringen? Kostet aber 1000. Junge, was ist mit dir? Hinterhältiger Angriff, da sehe ich uns nicht. Nahkampfangriff senkt die Anforderungen für das Legen von Nahkampfwaffen. Die Anforderungen? Ich brauche noch 90% meiner Hand oder... Verstehe ich gerade nicht. Wir haben wie viele Lernpunkte? 6 Stück. Ja, scheiß drauf. So. 10% von den Stats werden gesenkt. Wenn wir also 50 Intelligenz brauchen, dann sind es nur noch 45. Sehe ich richtig, ne? Scheint sinnvoll. Schwere Waffen können wir noch nicht. 5 Geschick, okay. Scheint sinnvoll zu sein, vor allen Dingen, weil wir haben ja noch die... Er trommelt wieder. Wir können den Klopfer benutzen! Wir können Klopfer benutzen! Jetzt schon! Oh boy, okay. Schwert vielleicht, erstmal pass auf, ich mach so. Das Schwert. Einfache Klinge. 31 Geschicklichkeit, okay. Das hier immer vorne, auf der 1. Ich pack mir Klopfer mal auf die 2. Das hat sich richtig gelohnt, das zu nutzen. Achso, ich kann ja nicht kämpfen, ne? Oder? Wow, okay, der ist langsam. Oh, nicht die Wache. Okay. Gut. Der Klopfer, okay, da muss ich die Timings erstmal alle lernen, das wird lustig. Ich habe aber immer noch Probleme mit dem Kampfsystem bei Elix 2. Es ist nicht mehr wie in Elix 1, ja, aber in Elix 2, in Elix 1 habe ich dann irgendwann gelernt, du kennst halt die Angriffsmuster der Gegner, du weißt genau, okay, der geht jetzt da, der macht jetzt das, da mache ich jetzt das, pipapo. Da habe ich hier Probleme mit.
weil ich hier die Angriffsmuster der Gegner einfach gar nicht erkenne. Ich sehe nicht, wann die angreifen. So, und ich würde wahnsinnig gerne die Quest mit den Masken machen. Vielleicht soll man das auch nicht. Doch, doch, soll man schon. So. Wieso erklärst du dich immer? Nö, ich erzähl doch einfach nur. Das behauptet, hat doch den Arsch offen. Ja, hast du gehört? Den Arsch offen. Sei lieber still. Vielen Dank nochmal, dass du mir mit der Outlaw-Sache geholfen hast. Kein Problem. Im Hintergrund immer noch rülpsen, saufen. Ach, er war das. Muss was gegen die Kopfschmerzen machen. Den haben wir verdrömelt, den Kollegen, ne? Aber bei wem? Haben wir jetzt hier einen Schmied irgendwo? Denk einfach nicht drüber nach. Lehrer für Sozial war sie? Das glaube ich einfach nicht. Hier muss doch einen Schmied geben, oder? Lehrer für Schmied? Mein Goliath. Sowas aber auch. Büchsenmacher, Büchsenmacher. Alles nur Büchsenmacher. Oder ist das heiße Luft? Ich will nach links rüber. Manu. Angeblich sind sie noch immer in Goliath. Ich fühle mich damit wirklich schlecht. Wenn man den Gerüchten glauben kann. Keine Ahnung. Haben wir noch keinen Schmied getroffen, der uns was beibringen kann? Überleben. Überleben brauchen wir auch dringend, ne? Ich würde gerne Rüstung auf 1 bringen. Beim Totenkopf? Okay, da gucke ich gleich mal. Da schaue ich gleich mal. Ritz. Warum? Warum? Überlebens... so ein Überlebenslehrer hätte ich auch wahnsinnig gerne. Und wir wollten noch Waffenschmied und Sockel einsetzen. Genau das war's. Okay, ich guck mal kurz beim Totenkopf. Das müsste hier die Richtung gewesen sein, ne? Mal schauen, mal schauen. So. Glaube ich hier richtig? Achso, Schlafsaal, Wachen. Okay. Na nun. Ich sehe mich gar nicht. Ach, hier. Doch, das müsste richtig sein. Dann hier hoch irgendwie. Alles klar. Ja, gucken wir mal gleich. Stimmt, der Bruger ist ja der Schmied. Der Bruger war doch der Schmied hier. Der müsste doch da irgendwo rumexistieren. Der müsste doch da hinten sein, ne? Hier. Da ist ein Totenkopf. Alles klar. Du bist es aber nicht, ne? Berserker. Nee, du bist es nicht. Hör mal! Hallo? Hallo, jemand zu Hause? Ich meine. Wir könnten. Fernwaffen wir. Kleiner Heiltrank. Ein Langschwert. Oh, das brauche ich zufällig. Hallo? Hallo? Ist anybody home? Bist du gerade am Baden? Huch! Hatschi! Oh, sein Tagebuch. Die denken auch alle, dass ich zaubern kann. Mach mal schnell dies, mach mal schnell das. Gib mir 6 weitere Leute, dann könnte das klappen. Aber nicht, wenn ich mir alleine den Arsch aufreißen muss. Ich lass mich nicht mehr hetzen. Entweder kommen die demnächst eher mit ihren Bestellungen oder sie müssen warten. Der ganze Stress, er ist nicht gut für mich. Oh, war wohl nichts mit langsamer machen. Eine große Bestellung mit zusätzlicher Bezahlung. Wer kann da schon Nein sagen? Das bedeutet dann noch weniger Schlaf. Aber was macht man nicht alles für ein paar Splitter? Das stimmt natürlich. Oh, das ist ein schönes Bild. Ich
Ich glaube, das liegt ihm persönlich am Herzen, deswegen nehme ich es mal mit. Nehme ich einfach mal mit gerade, ja? Ich warte einfach. Ich würde sagen, ich warte. Kann ich mich hier hinsetzen? Ich wollte vor Brugas Badewanne warten. Oh, Jenny, danke für den Raid. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Wir suchen gerade Bruga, aber der ist nicht zu Hause. Und ich dachte, ich räume vielleicht ein bisschen auf. Sieht das hier jemand eigentlich, wenn ich draußen... Wenn ich... Ganz kurz, Sekunde. Hallo. Mama. Sekunde. Hm. Oh. Möchtest du zu mir? Ja, ja, das war... Ja. Hallo, liebe Wache. Das ist natürlich, Warte. Ich muss weitermachen. Oh Mist, er ist wieder zu Hause. Sonst wird der Kleine in einer kaputten Welt aufwachsen müssen. So, warte. Ach, das war die Scheiße. Ich bin ganz ehrlich, ich sehe das einfach nicht. Ich sehe nicht dem 500... Wir haben, falls ihr euch erinnert, wir haben ihm Bier gebracht. Als Freundschaftsdienst haben wir ihm Bier gebracht. Und das ist der Dank. Ich sehe nicht, dass wir 500 Splitter in den versenken. Das ist momentan noch echt viel. Wir haben nicht so viel. Shit. Dann erstmal ohne Sockeln. Ich bin grummelig. So. Nee, ich cheate nicht. Nee. Wir finden schon noch einen Lehrer. Wir finden schon noch einen. Wenn er nicht will. Hier war diese komische Taverne, ne? Wo wir nie drin waren, so richtig. Behalt das besser für dich. Koch. Das klingt für mich nach Schwachsinn. So. Hier kann man auch nichts lernen, ne? Okay, dann lass mal. Wir haben jetzt. Warte. Uäh. Wir können doch jetzt Schlösser knacken. Und das heißt, wir können die Wachen berauben. Das heißt, wir können die Quest machen. Yippie! Warte. Oh. Ja, Mama, guck mal, was ich kann. Juhu, Mama, schau mal. Das wollte ich nicht. Entschuldigung, manchmal, so. Wir müssen dann darüber. Kommen wir darüber, da oben? Ich nehme mal direkt einen Weg hier einfach, ne? Warum? Ob ich da rüberkomme? Ich probier's. Die Antwort ist nein. Wir sollten unseren Jetpack mal ein bisschen aufbrezeln, wa? Ich brauch die Bremsdüsen, da sind wir drin. Ich brauch noch ein Jetpack-Werkbank irgendwo. Aber ich lieb's. Ich liebe es. Ist trotzdem lustig. So. Ich geh mal den Weg. Ah, ist das schön. So. Morgen! So, wir müssen jetzt nur noch darüber, ne? So. Oh, was ist denn hier?
Waren wir hier schon mal? Nö, ne? Cool, hier ist auch nix. Naja. Schöne Dachterrasse mit gar nix. Okay. La 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 la. Ich gehe hier nur joggen. Ich gehe hier nur joggen. Ist da keiner drin? Okay. Hier wird nicht rumgeschlichen. Ich will mit meiner Freundin knutschen. Im Busch. Hinter der Treppe. Shit, okay. Wir müssen Kaja vorher wieder abstellen. Warte. Entschuldigung, Kaja. Kaja, hör mal. Du stehst Schmiere. Hier. Bleib hier stehen. Ich geh rein. Na gut. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen, Sir? Welch erkleckliches Wetter, Sir. Stehen Sie hier noch lange, Sir? Ich frage für einen Freund, Sir. Ja, ich wollte diese Treppe hier hochgehen. Vielleicht schaffen wir es trotzdem. Ich speichere vorher. Hier wird nicht rumgeschlichen. Nein! Nein, nein, Ma'am. Nein. Das ist richtig. Oh, Mister, guckt uns jetzt an. La, 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 la. Oh, er geht wieder weg. Aber wie kann sie uns denn entdecken? Du bist... Das wurde aber auch Zeit. Ich bin gerollt und dadurch aufgestanden. Scheiße. Boah, es ist nervig. Suchst du etwas? Hä? Wie kann die mich denn sehen? Hier wird nicht rumgeschlichen. Ich gehe ganz normal, du blöde... Ich bin für die Ausbildung der Berserker zuständig. Mäh, 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 mäh. Und du... Aber wie soll man es denn dann schaffen? Fenster, aber die steht mit dem Rücken zum Fenster. Du benimmst dich hier, ja? Jo, easy. Ich wollte mal die Luft schnuppern. Nachts schlafen an die Wachen, das ist schwierig. Warte mal. Das war wohl nichts. Hä? Okay. Das fand ich im ersten Teil übersichtlicher. Beutel mit Wertsachen. Okay. Den Rest nicht, nur die Wertsachen, ne? Ich halte mich zurück. Das war wohl nichts. Oh, ist das nervig. Okay. Jetzt haben wir's. Warte. Ich finde, was sieht man hier so schlecht? Also. Jetzt haben wir's. Nur die Wertsachen. Auf keinen Fall das schwere Leder. So. Ich speichere zwischendurch. Ich habe Angst, dass sie aufstehen. Weil die Schicht gleich beginnt oder so. Oh. Hole ich mir später raus. Wir dürfen ja momentan nicht, ne? Den hole ich später. Bonusresistenzen plus 3. Geil. Momentan sollen wir nur die Missionsgegenstände holen. Hat er ja explizit gesagt.
Deswegen bin ich ein bisschen übervorsichtiger. Ich bin nicht gut genug. Was? Moderates Schloss. Fick dich doch einfach. Okay, das tickt anders hier. Das war wohl nichts. Leck mich doch. Okay, warte. Dick, dick, dit. Und jetzt den hier. Okay. Zu einfach. Und Beutel mit Wertsachen. Aber einer fehlt uns noch, ne? Ne, zwei fehlen uns noch. Cool. Mathe kann nicht gut. Und jetzt muss ich warten. Na, Kaya? Ich hänge nur so rum. Jetzt müssen wir warten, bis es Nacht ist, ne? Jetzt muss ich irgendwo pennen gehen. Oh, hallo Berit. Wie kann ich dir helfen? Weiß ich nicht, wie denn? Wie gefällt es dir bei den Berserkern? Beim Barte des Pilgers. Du kommst von Red, oder? Oh, das war die Quest. Oh. Ja, komm, ja, oder? Was hat mich verraten? Du bist nicht der Erste, den er unauffällig zu mir schickt. Lass mich raten. Er hat dir nicht mal gesagt, warum er mich loswerden will, oder? Nee, aber erzähl mal. Dann lass mal hören. Ich bin eine Abgesandte aus Goliath. Ich habe von Ragnar persönlich den Auftrag bekommen, mich um die Bewaffnung der Wachen zu kümmern. Was bedeutet, dass Red eine Menge Splitter entgehen, weil ich an ihn keine Steuern zahlen muss? Ah. Wenn er Beweise hätte, dass ich illoyal geworden bin, hätte er die Möglichkeit, mich in Goliath anzuschwärzen. Aber den Gefallen tue ich ihm nicht. Also geh zu ihm zurück und sag ihm, dass er mich nicht so einfach los wird. Verdammte Ratte. Der macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Willst du bitte weggehen? Wie wär's, wenn du nicht auf dem Mikro... Geh weg. Ich mach gleich weiter. Moment. Sekunde. Kurze Pause. Ich hasse die so, ne? Oh, ich hasse die Viecher so. Okay, sie sitzt jetzt auf der Tastatur vom Streaming-PC und rennt über die bunten Tasten. Sitzt gerade auf dem I. Und guckt. Ja, warte. Warte. Okay. Kämpft sich jetzt über die F-Tasten. Nach hinten rüber. Bitte geh nicht auf den Bildschirm. Bitte geh nicht auf den Bildschirm. Ich weiß, das ist hell. Warte kurz. Welches Wort tippt sie? Menschheit? Nur du kannst sie retten. Hä? Okay, sie ist hinter der Tastatur. Ich glaube, ich kann weitermachen. Ich glaube, ich kann weitermachen. Okay. Gut. Gut, das war jetzt aber... Entschuldigung, ne, für die kurze Störung. Zeig mir deine Ware. Nichts lieber als das. Kommt die wieder? Nee, ich weiß nicht, wo die ist. Die ist hinter der Tastatur gerade. Oh, was war denn hier? Vollstrecker-Axt, nice. Langschwert. Ich glaube, Waffen kaufen braucht man ja auch wieder nicht, ne?
Dietriche kaufen. Ich fände es toll, wenn ich sehen würde, wie viel wir haben. Aktuell. Ach hier, viermal im Inventar. Nice. Sehr cool. Sockel. Kleiner roter Stein. Bonus Crit-Schaden. Plus 3. Nehme ich mit. Jetpack-Treibstoff gibt es immer nur einmal, ne? Haben wir schon 6 Mal im Inventar, aber werden wir wahrscheinlich öfter brauchen. Damit kann ich mein Jetpack aufrüsten. Ja, ja, ja. Kostet aber 500. Ich guck mal kurz, was wir verkaufen können. Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, das hier finde ich immer noch komisch. 3 Kelche, 3 Pokale. Dann Klebeband, klebt alles fest, nice. Die Fotos möchte ich behalten. Die Dinger muss ich noch auspacken, 100. Ach so. Wenn ich die verkaufe, kriege ich das gleiche. Wenn ich die verkaufe, kriege ich das gleiche an Menge, als wenn ich die öffnen würde, oder? Dann verkaufe ich die einfach. Das ist fair. Das finde ich fair. Mikroskop für Wissenschaftler. Ob wir das brauchen, weiß ich nicht. Ein Teller auf jeden Fall nicht. Eine Gabel auch nicht. Knochen. Naja. Was wir haben, haben wir. Oder brauchen wir die Knochen für Upgrades? Dann hole ich neue. Scheiß drauf. Horn. Federn. Säuredrüse. Das mit dem Sonstige finde ich komisch. Ich hätte gerne ein Sonstiges oder Schrott. Da muss eine Kategorie Schrott müsste da noch sein, wo man wirklich ruhigen Gewissens alles verkaufen kann. Weil hier Bücher möchte ich gerne behalten. Die Audiotagebücher würde ich gerne behalten. Holoprojektoren für Händler. Du kannst Sachen als Schrott markieren im Inventar mit einer Taste Quicksellen. Haben wir auch schon alles gemacht. Aber ich finde es halt trotzdem, ich finde es sehr umständlich. So. Oh nein, jetzt habe ich... Was habe ich denn jetzt verkauft? Ich... Okay, warte. Ich habe irgendwas verkauft, was ich nicht gesehen habe. Nein, möchte ich nicht abschließen. Handel zurücksetzen. Ach, Mikroskop. Okay, habe ich verkauft. Mikroskop, okay. Okay, dann akzeptiere ich den Handel. So. Treibstoff. Ja, eine Schrottkategorie von vornherein wäre nice. Wäre super sinnvoll. Und dann kannst du Schrott einfach so verkaufen. Auf Kommando. Jetzt gehe ich noch schnell schlafen irgendwo. Vielleicht nicht bei den Wachen, die mich sofort killen, sondern ist da hinten irgendwo ein Bettchen. Bei den Kollegen hier. Haben die ein Bettchen hier vielleicht irgendwo? Nein. Ich schlafe auch im Müll. Mir egal. Nein. Nicht. Ach, er war das. Wenn ich schnell in seinem Bett schlafe, greift er mich an. Schlechter Zeitpunkt. Du hast hier keinen... Kluge Entscheidung. Nein, das geht nicht. Hast du ein Bett? Cool, danke. Ach ja, bis Mitternacht. Let's go. So. Ja. Was zum Teufel? Entschuldigung. Hab mich eingenässt. Das ist aber normal bei mir. So, die steht halt immer noch da. Okay. Und die Wachen unten, die kommen jetzt alle noch rein und schlafen, ne? Da muss ich noch warten, bis die alle kommen. Oder? Okay, da kommt eine Wache. Wir warten mal kurz. Da kommt auch eine Wache. Okay, jetzt kommen die langsam alle. Wir müssen nur gucken, dass wirklich alle Wachen dann schon pennen.
Nicht, dass Nachzügler uns dann vielleicht eventuell... Warte mal, die stellt sich da hin. Okay. Warte kurz. Oh, das ist nicht cool. Der macht ja mal nicht Patrouille, oder? Wo sind die anderen Wachen alle? Und vor allem, was ist denn mit ihr? Sie geht nicht schlafen? Warum geht sie denn nicht schlafen?